Theresas Stahlgeflüster wird Ihnen präsentiert von Likra Tierernährung. Die Milch der Kuh gehört weltweit zu den Grundnahrungsmitteln. Aber wer von Ihnen hat sich schon einmal gefragt, was denn da überhaupt ganz genau drinnen ist? Das ist das Thema der heutigen Folge und vor allem auch, was denn das Futter für die Tiere für einen Einfluss auf so ein Glas Milch hat. Ein Liter Milch setzt sich so zusammen. Der größte Teil ist Wasser, also 900 Milliliter. Die restlichen 100 sind Fett, Milch, Zucker, Eiweiß, Mineralstoffe und viele Vitamine. Damit diese Inhaltsstoffe auch passen, müssen wir ganz an den Anfang, nämlich auf die Wiese und das Feld. Mähen, häckseln, einbringen, verdichten und luftdicht abschließen. Fertig ist der Fahrsilo, also das Grundfutter der Rinder. Damit mischt der Bauer jeden Tag die sogenannte Ration. Jede Mischung besteht grob gerechnet aus etwa 3/4 Grundfutter, also Silage, und 1/4 Kraftfutter. Da wird einmal ein Grundstein hineingemischt, da kommt das hofeigene Getreide von meinen Feldern rein, das was zuerst durch eine mobile Mühle gemahlen wird. Da wird dann auch Mineralfutter dazugesetzt, Salz und andere Zusätze noch. Und dann kommt noch eine Eiweißkomponente dazu, die was ich von der Futtermittelfirma zukaufe. Die Kraftfuttermenge passt der Bauer genau an. Dazu muss er wissen, wie viel von welchen Inhaltsstoffen in der Silage sind. Dafür nehmen die Berater regelmäßig Proben aus dem Fahrsilo. Und diesmal dürfen wir dabei sein. Das da machen wir jetzt ein Loch rein. Genau, da machen wir jetzt schnell einmal da aufschneiden. Ja, wir haben da jetzt eben den Probenstecher und mit dem wird dann die Probe entnommen. Mhm. Da hast du jetzt zu zweit das gesagt. Genau, da nimmt man dann je nach Silostockhöhe, ja, unterschiedlich. Ja, aber meistens hilft man da zu zweit zusammen, weil es dann einfach wirklich einfacher geht. Aber geht eh schön. In der ersten Schicht geht es meistens, in der zweiten Schicht ist dann Hilfe gefragt. Wenn man da dazu rührt, schmeckt man kaum Buttersäure. Und das sehr, ja, mild, kommt man sehr, sagen. Ja. Eigentlich sehr fruchtig. Ja. Das ist speziell bei die Folgeschnitte, ja, sage ich mal, und das wird natürlich umso besser, dass das riecht, ja, wird das umso lieber, wird das von den Kühen gefressen. Apropos gern gefressen, wir sind zurück im Stall. Wenn man eine Kuh beobachtet, kaut sie fast immer. Das liegt daran, dass sie 4 Mägen hat. Den Pansen, den Netzmagen, den Blättermagen und den Labmagen. Das Futter würgen sie immer wieder ins Maul zurück, sie wieder kauen. Wie lange sie das machen, ist ein Indiz dafür, wie gut es ihnen geht. Jede Kuh hat einen Halsband mit einem Responder, wo ein Mikrofon dabei ist, sprich, der horcht, kaut die Kuh wieder. Und meine Kühe haben im Schnitt 600 Minuten am Tag, was wieder kauen. Und das ist ein super Wert und dann weiß ich, okay, der Kuh geht es gut. Wenn es der Kuh jetzt schlecht geht, dann geht automatisch die Wiederkau zurück, geht die Milchmenge zurück und ich kriege vorne am Computer einen Alarm. Hallo, du schaust dir die Kuh an. 600 Minuten, also 10 Stunden am Tag nur für das bereits gefressene Futter. Paul Kerschbaumeier kümmert sich auf seinem Betrieb in Waldburg im Bezirk Freistadt um 270 Rinder. Knapp 90 davon gehen täglich in den Melkroboter. Dort gibt es für jedes Tier als Zuckerl Kraftfutter. Die Menge ist genau an die Leistung angepasst. 4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, das ist der ideale Durchschnittsgehalt der Milch. Eine Laktation, also die Dauer, in der die Kuh Milch gibt, ist gut 300 Tage. Die Nährstoffe bleiben in dieser Zeit aber nicht immer gleich, sie verändern sich. Zu Beginn der Laktation sind eben die Kühe in der Höchstleistung, das heißt, da ist die Milchmenge am Gipfel. Die Inhaltsstoffe der Milch, also sprich Fett und Eiweiß, sind meistens etwas niedriger. Zum Ende der Laktation ist es eben dann so, dass die Milchmenge sinkt und die Inhaltsstoffe, also Fett und Eiweiß, nach oben gehen.
Ja, das ist jetzt das fix fertig gemischte Futter. Und wir wollen jetzt auch wissen, wie das Kraftfutter für die Tiere entsteht. Und dafür geht es für uns jetzt auf nach Linz. Während wir von Waldburg nach Linz ins Futterwerk fahren, gibt es den Stallgeflüster-Faktencheck. Fakt 1. Damit 1 Liter Milch entstehen kann, müssen 500 Liter Blut durch das Drüsengewebe des Euters. Aufgerechnet auf die Tagesleistung einer Kuh sind das 16.000 Liter Blut jeden Tag. Fakt 2. Weil die weiße Flüssigkeit so reich an Nährstoffen ist, gilt sie nicht als Getränk, sondern als Nahrungsmittel. Fakt 3. Britische Psychologen wollen herausgefunden haben, dass Kühe mehr Milch geben, wenn sie Musik hören. Besonders beliebt ist bei den Huftieren anscheinend Beethoven. Ja, das muss jeder Bauer selber nachprüfen. Was wir sicher wissen ist, je besser das Futter, desto besser die Milch. Inzwischen sind wir im Werk. Von diesem Raum aus steuert der Leiter der Produktion alles. Das Wichtigste sind hier die Rohstoffe. Es wird einmal angeliefert, sprich für einen Frechter, Rohstoff wie Gersten oder Mais oder Weizenkleie oder egal, Raps, kommt, wird dann über die Annahme in die Silozellen aufgezogen und wir kriegen die Rezepte um und optimieren diese dann und das rennt dann vollautomatisch, wird dosiert. Neben den Basisbestandteilen kommen noch Nebenprodukte aus den Mühlen dazu. Weizenkleie oder etwa Weizenfuttermehl werden so über das Rind wieder zum Lebensmittel. Und das alles ganz ohne Palmöl. Über 2000 verschiedene Futtermittel werden hier produziert. Das Wichtigste ist die Qualität. Das sind jetzt einmal zwei Faktoren. Das eine sind die Rohstoffqualitäten, Inhaltsstoffe, aber auch die mikrobielle Reinheit, was man ganz stark Acht geben muss drauf. Und natürlich auch das Futter an sich, wie ist es zusammengesetzt, wie ist es abgestimmt auf den jeweiligen Betrieb. Was für einen Betrieb sehr gut sein kann, kann für einen anderen Betrieb gar nicht passen. Also das ist eigentlich die große Herausforderung, da das Richtige zu finden und auf den Betrieb entsprechend abgestimmt zu haben. Die Rohstoffe zerkleinern sie mit einer sogenannten Hammermühle. Dann kommt Melasse, also flüssiger Rübenzucker, dazu. Das schmeckt den Tieren und so geht es leichter durch die Presse. Das lose Futter wird jetzt gerade hinter mir in den LKW verladen. Ja, für den geht es dann ab Richtung Stall. Die Kühe lassen es schmecken und sie zu Hause hoffentlich dann die gute, frische oberösterreichische Milch. Schön, dass Sie wieder dabei waren bei Theresas Stallgeflüster. Bis zum nächsten Mal. Theresas Stallgeflüster wurde Ihnen präsentiert von Likra Tierernährung.